Ja, moinsen meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Clash of Clans Video auf meinem Kanal Matze. Und zwar befassen wir uns heute mit dem neuesten Update, das heute Abend wahrscheinlich kommen wird. Es ist aber noch nicht das lang ersehnte große Riesen-Update, was ja auch noch kommen soll. Nein, es ist erstmal so ein Balancing-Update, wo wieder einige Einheiten verbessert wurden, einige verschlechtert wurden oder Zauber verändert wurden und. Aber genau das werden wir in dieser Folge einfach mal durchgehen. Es ist sozusagen so ein kleines Extra-Video für zwischendurch. Ich habe mich allgemein dafür entschieden, noch mehr Clash of Clans auf meinem Kanal zu bringen. Von dem her, für die Leute, die richtig Clash of Clans geil sind, die können gut und gerne mal ein Abo dalassen. Und ja, genau. Heute wird es auch noch ein normales Video geben, aber jetzt habe ich mich erstmal entschieden, zur Feier des Tages quasi. Auch ich bin aus dem Urlaub zurück und jetzt gibt es erstmal direkt zwei Clash of Clans Videos heute. Das passt doch. Und ja, wir fangen mal an. Ich lese euch das Ganze eigentlich nur vor. Und ihr könnt ja dann mal so ein bisschen in den Kommentaren diskutieren darüber, wie geil ihr das findet oder halt auch nicht. Wie ihr wisst, arbeiten wir an einem riesigen Update. Ganz anders als jedes andere Update bevor. Soll das nicht eher zuvor heißen? Naja. Und wir könnten kaum aufgeregter sein, es euch endlich zu zeigen. Bald schon. Ja. In der Zwischenzeit haben wir auch an einem Balancing für euer Dorf gearbeitet. Dieses Mal konzentrieren wir uns auf das Verstärken von Zaubern aus dem späteren Spielverlauf und helfen euch auf dem Weg durch Rathausstufe 9. Das heißt, gerade Spieler natürlich von der Stufe Rathausstufe 9 sind hier betroffen. So, neu ist Klonzauber Level 5. In Klammern, Rathaus Level 11. Klonkapazität von Klonzauber Level 1 bis 5 erhöht. Klonzauber Level 3 nun auf Rathaus Level 10 verfügbar. Zu schwache Klonzauber sind nicht besonders nützlich, besonders auf Rathaus Level 10. Also haben wir die Klonkapazität erhöht. Der neueste Klonzauber erzeugt nun Klone im Wert von 40 Truppenplätzen. So kannst du pro Zauber 8 Ballons oder sogar 2 Drachen erschaffen. Nice! Ja, das zum Klonzauber. Dann ist neu Frostzauber Level 6, Rathaus Level 11. Gegen eine Adlerartillerie zählt jede Sekunde eines Frostzaubers. Der neue Level verschafft deinen Truppen etwas mehr Zeit. Das ist natürlich immer nice, auf jeden Fall. Neu Heilzauber Level 7. In Klammern Rathaus Level 10. Gegen die Heilung blockierenden Inferno-Türme sind Heilzauber nicht besonders brauchbar. Ein neuer Level sorgt dafür, dass der Einsatz dieses Zaubers nun wieder verlockender ist. Das heißt, es gibt dann, wenn ich das richtig verstehe, geht der Heilzauber bis jetzt nur bis Level 6. Und hier dann geht er bis Level 7. Von dem her haben sie eigentlich allgemein mal die Zauber ordentlich verstärkt. Frostzauber hat ein neues Level bekommen, Klonzauber hat ein neues Level bekommen und Heilzauber hat ein neues Level bekommen. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und jetzt wird es aber noch interessanter, meine Freunde, noch interessanter. Eine 7. Goldmine und ein 7. Elixiersammler sind jetzt schon ab Rathaus Level 9 verfügbar. Bislang war das wohl erst ab Level 10 verfügbar. War wohl, sage ich halt, weil ich selber erst Rathaus Level 8 bin. Das heißt, ich weiß das gar nicht. Aber scheint so zu sein, dass ich mich jetzt schon darauf freuen kann, dass ich mit Rathaus Level 9 eine weitere Goldmine und einen weiteren Elixiersammler zubekomme. Oder wir alle, die wir noch nicht so weit sind, uns auf eine weitere Goldmine und einen weiteren Elixiersammler freuen können. Und das früher als gewohnt. Auf Rathaus Level 9 sind Ressourcen knapp. Dank diesem Ressourcensammlern wird der Fortschritt weniger mühsam. Ja, das wird wohl so sein.
Bombenschaden erhöht. Mit dieser äußerst wichtigen Änderung wird sichergestellt, dass eine Bombe stets einen Mauerbrecher auf einem vergleichbaren Level zerstört. Ja, das ist natürlich auch nützlich. Angriffsrate der Ballons erhöht. Ballons sind nach der letzten Änderung, mit der sie ihre erste Bombe schneller abwerfen, sehr beliebt geworden. Die jetzige Änderung beeinflusst weder die Geschwindigkeit des schnelleren ersten Angriffs noch den Schaden pro Sekunde. Eine höhere Angriffsrate führt lediglich dazu, dass eine einzelne Bombe weniger Schaden anrichten. Dass einzelne Bomben weniger Schaden anrichten. Ja gut, habe ich wieder falsch gelesen. Dadurch ist ihre erste Bombe zwar weniger verheerend, die folgenden Angriffe jedoch schneller. Ja, also das wird für die ganzen Leute, die viel mit Golaloon unterwegs sind, sicherlich eine Rolle spielen. Also ich könnte mir vorstellen, dass das halt schon einige sehr hart treffen könnte. Und dann haben wir hier noch reduzierte Verbesserungsdauer und Kosten. Frostzauber Level 1 bis 5, Klonzauber Level 1 bis 5, Heilzauber Level 4 bis 5. Nur gut, dass ich den Heilzauber noch nicht auf 5 gebracht habe. Es wird noch viel mehr Inhalt auf der anderen Seite geben. Bleibt dran. Was denkst du über diese Änderung? Lasst uns in den Kommentaren wissen. Clash on. Ja, genau. Lasst mich das in den Kommentaren wissen, was ihr von dieser Änderung haltet oder von diesen Änderungen haltet. Denn das war's auch eigentlich schon mit diesem Video. Ich wollte euch nur einfach mal für die Leute, die vielleicht noch nicht mitbekommen haben, was da heute Abend eventuell schon kommt, da wollte ich einfach mal so ein kleines Infovideo raushauen. Falls euch sowas gefällt, dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Freue mich jedes Mal über solches Feedback. Und ja, vielleicht konnte ich euch ja ein paar Informationen näher bringen. Und für mich war es auch interessant, auch wenn mich das meiste jetzt erstmal noch nicht betrifft. Aber trotz alledem, denke ich, sind da einige interessante Informationen dabei. Und hier wird ja auch gesagt, das hat noch fast gar nichts mit dem riesigen Update zu tun. Das hier ist nur so ein kleiner Vorgeschmack. Das ist eigentlich nur ein ganz normales Balancing-Update. Und das riesige Update wird erst noch kommen. Und darauf können wir uns, glaube ich, alle gemeinsam freuen. Ja, das war's mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, bleibt stabil und haut da rein. Ciao.